Alles klar, Leute, und wir sind wieder zurück zu Fragile Dreams, Farewell Ruins, To the Moon. In der letzten Episode haben wir, ja, nicht viel erreicht. Wir sind jetzt hier ein bisschen am bröckelnden Boden am Forschen gewesen und dachten uns so, hey, das ist gefährlich und so, wir müssen ganz schön ninjahaft hier durchlaufen und sind dann extrem pro Ninjas, die nicht mal Wände, an Wänden laufen können. Und da würde ich mal sagen, wir erforschen mal den Weg hier und es geht nach oben. Es geht nach oben! Jawohl! Lass mich raten, es geht hier nicht weiter. Es war so klar. Es war so klar. Oh, eine Tür. Ja? Ah, okay, wir können hier durch. Das ist, es kann sich vielleicht öffnen, als immer. Wir können hier durch. What the hell? Was zum... Ah. Lieber einer. Wow, ich hasse die. Hab ich gerade hier kaum gesagt? Oh Gott. Autsch. Wow. Hi. Was zum... Komm her. Nein, ich bin rausgegangen. Ich bin doch ein Held. Oh, warum? Sind sie alle da? Das klingt wieder danach. Hm? Wo sind sie? Da. Wow. Autsch. Irgendwie macht mir extrem wenig Schaden, merke ich gerade. Und sie sind wieder alle da. Okay. Wenn sie im Licht stehen, das macht ihnen dann auch kontinuierlich Schaden. Autsch. So. Ja, ja. Komm. Ah, okay. Die Grünen hauen ab, wenn ich so nahe komme. Strahlen wir sie einfach an. Na? Na? Bam! Wow, wie fallen denn die Grünen aus? So. Oder heilt es sie? Das könnte natürlich auch sein. Nee, die sind tot. Okay. Oh, das sind drei, okay. War hier nicht noch eine Feuerstelle? Nee. Oder, Moment mal. Items. Ich hatte natürlich immer das falsche Menü, ne? Das ganze Spielzeug. Ich kann nur ein Lagerfeuer hier sortieren, ne? Moment mal. Ich verwende einfach mal schnell ein Bonbon. Nein. Yes! So. Hi Bonbon. Verwenden. Danke. 60 GP wiederhergestellt. Was auch immer GP sind. I don't know. So, das verschieben wir mal so. Drittel auf Objekt erhalten. So, was ist denn das hier? Na. Der Metall ist voll. Da. Gut, dann. Gut, ich gehe jetzt mit zur Feuerstelle, komme wieder zurück und. So, zurück zur Feuerstelle. Das ist auch eine Tür, oder? Ja, vielleicht geht's hier ab. Okay, gut, das die Tür erforscht gleich danach. Erstmal zurück zur Feuerstelle und ich höre Klopfgeräusche. Okay. Aber nicht im Spiel, sondern hier in der Außenwelt. Ja. Es gibt eine Außenwelt. Boah. So. Was haben wir denn gefunden? Da hast du mir gerade wieder zwei Onyxe, ne? Was ist. Ist die Metal Onyxe? Ein Onyx, zwei Onyx. Nicht mehr. Nee. Verstehe. Wir bekommen wieder ein Fluorid. Gut. Und ein Wasser. Warte. GP auffrischen.
Plus 300. Dieses Wasser sprudelt köstlich in der Flasche. Der menschliche Körper besteht zu 70% aus Wasser, also trink ausreichend. Okay. Händler? Jawohl, Händler! Oh, und du bist ein besonderer Händler für mich, weil du mein Lieblingshändler bist. Hast du was Nettes für mich? Ja, komm, wir kaufen es. Ja, warum nicht? Ich kann es ja leisten. So, wir hätten ernsthaft mal was Neues gehabt. So, abgeschlossen. Jo, man sieht sich. Tschüss. Ah, ja. Stabwaffen. Was? Mit ihrer enormen Länge sind Stabwaffen gut geeignet, weiter entfernte Feinde anzugreifen. Stoß damit zu, indem du A erst gedrückt hältst und dann loslässt. Hausium! Was ist eine Waffe? Ups. Je länger du A gedrückt hältst, umso mehr Kraft baust du auf, um einen Drehangriff auszuführen. Zelda geklaut, ey, das geht gar nicht. So, Handbuch. Dann wollen wir ja mal das... Das Wasser brauche ich noch nicht, ne? Das hauen wir mal in den Koffer rein. Ja. So, den Lagerschlüssel brauche ich auch nicht mehr. Den brauche ich jetzt erstmal auch nicht mehr. Ja. Ich hoffe, wir bekommen irgendwann mal ein größeres zur Hand. Das wäre irgendwie praktisch. So. So. Das Heilbomber belassen wir mal hier. Dann will ich mal schauen, wo hier das. So, das kann dann hier so rein. So. Na? So. Gut, dann. Gut. Ja, wir fahren mal wieder fort. Dann will ich sie mal gleich mal ausrüsten, das Schmetterlingsnetz. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass man mit dem Schmetterlingsnetz irgendwas töten kann, aber hey. Das könnte sein, ne? So, anlegen, ja. Soll ich aber was nachschauen? Was ist stärker? Kann man vorstellen, dass das Bomberschwert stärker ist, aber... wo kann man das nochmal nachschauen? Ah ja, plus 20. What? Okay. So ein kleines popliges Schmetterlingsnetz. Ja. Man kann es auch übertreiben. Ja, Rising Stars, oder? Rising Stars, hießen sie doch. Oder? Ich glaube, es war Rising Stars. Irgendwie seltsam, von denen habe ich irgendwie noch nie gehört, außer in diesem Spiel. So, wobei, da kann ich noch nachher hingehen. Ich will erstmal hier lang. Ich habe jetzt eine extrem starke Waffe, die gegen diese Beine extrem hilfreich sein kann. Das war so klar. So, kommt nur her. Wow! Haja! Wow! Wow. Und Wumms. Oh, schade. Ey, kommt runter. Was zum was war das gerade? Wumms. Aua. Wow, okay, die können angreifen. Ich will nichts gegen diese Waffe sagen, aber die ist ein bisschen lang. Haben sie gerade geteilt? Ich brauche mal schnell... Nein. Ich brauche ein Bonbon. Nein! Okay, merke, nach rechts drücken. So, Heilbonbon benutzen. So, gegen die Gegner benutze ich auch mal gerne mal nochmal mein Bambusschwert. Es macht zwar weniger Schaden, aber irgendwie komme ich mit dem ein bisschen besser zurecht gerade. Weil ich kann einfach die besseren Kombos reinhauen. Und vor allem, die Gegner sind... Naja... zu hoch für meine Wirbelattacke, deswegen, ne? So, waren das jetzt alle? Anscheinend ja. Ich muss hier halt langsam auf. Hier unten liegt nichts.
Interessant. Der muss jetzt doch hier. Ich weiß es, ich spüre es. Hier ist ein Schlüssel, ich weiß es. Hier ist ein Schlüssel, ich weiß es. Da liegt was! Okay, ist doch nur eine Erinnerung. Oder? Ein Rettlauf besiegt. Hm. Es ist ein quadratiges. Spielen wir eben. Das könnte bedeuten, dass es entweder ein wichtiges Item ist oder ein relativ nutzloses Item. Allerdings, da wir es nicht von einem Monster bekommen haben, denke ich mal, es ist ein wichtiges Item. Ich gehe mal davon aus. Ich denke einfach mal. Gut, wir haben jetzt zwei offene Wand, ein Schmetterlingsnetz, das ist stärker als ein Bambusschwert, wie auch immer. Ich meine, das ist ein Schmetterlingsnetz. Aber hey, es ist Game-Logik, das hinterfragt man nie. So, komm, seinen Schlüssel bitte, ich muss weiterkommen. Ja, was ist das? Es ist eine zerbrochene Milchflasche. Okay, ist nur eine Erinnerung, aber besser als nichts, ne? Tada. 希望もなく働いて時間に追われる日々を過ごして幸せだと思うまもないまま誰の記憶にも残らずに消えていくというのかならば俺は俺たちは一体な。Okay. Das ist seltsam. Händler, hi. Wie geht's meinem liebsten Händler? So, wir kaufen mal wieder mal ein paar Wissen ein. Ich weiß, ich habe was auf Lager, aber... Wobei, komm, halber muss reichen. So, flapp, flapp. Komm, ich will ihm aber ein bisschen Geld gönnen, ne? Ich bin ja jetzt kein Abzocker. So, viel Spaß mit dem Geld. Kauft ihr davon mal Hühnerschuhe? Ja, warum nicht? Gut, wir fahren fort. Gut, wir kommen nun hoffentlich irgendwie mal raus hier. Ich wäre ja mal verbunden, wenn wir es mal schaffen würden, hier rauszukommen. Weil, ne? Aber ich glaube, ich muss nochmal zu dem zerbröckelnden Boden gehen, weil ich glaube, da ist noch irgendeine Tür, die ich nicht gesehen habe. Schauen wir jetzt extra noch überall um, ob hier irgendwo noch eine Tür ist. Aber anscheinend... Ne, das ist keine Tür. Okay. Anscheinend nicht. Na. So. Das war so klar. Gut, ich versuche mal hier das Schmetterlingsnetz. Stellen wir mal schnell in die Ecke rein. Ja, es ist relativ praktisch gegen die. Ja. Level up. Wow, ouch. Wieder Wasser halten. Na? Da. Sterb. Schön. Wasser halten und hier unten. Wetter auf! Oh. Ach komm. Nein, nein. So, gut, dann trinken wir mal schnell auf unser Wohl ein Fläschchen Wasser. Wasser verwenden, eigentlich ist es ja eine Verschwendung, aber egal. So, unsere GP, was auch immer das GP sind, naja. Schmetterlingsnetz. Das war so klar. Ich dachte schon, hey, irgendwas Neues, aber nein, natürlich hätten wir es hier finden können. Naja, gut, habe ich gerade verschwendet, aber egal. Wayne, nicht so wichtig. So, gut, wir gehen nochmal zum zerbröckelnden Boden. Und, ja. Yay. Licht, Licht, Licht. Dum, 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 dum. So, ich will mal schnell auf die Karte schauen. Ich drücke nie den richtigen Knopf, ne? So. Wir sind gerade hier beim Feuer. Hier wäre das Lager. Hier ist ja der Ausgang. Hier ist der bröckelnde Boden. Hier ist noch ein Gang.
Ach, hier unten war ja. Hier unten war ja Dings, der Hund. Jetzt muss ich mal schauen. Dann war ich hier schon. Moment. Linksklick, oder? Jawoll! Nein! Und prompt drücke ich natürlich R-Knopf. So. Ja, ich schau mal, was hier lang ist. Hier. War ich hier schon? Wir sehen jetzt den Brocken der Boden, ne? Ist das Zigaretten? Nee. Oder? Ja, ganz vorsichtig. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal irgendwo so einen Weg hier runterfallen, um weiterzukommen. Oder jetzt sogar. Wobei, ich traue mir das ehrlich gesagt echt nicht zu. Ich habe da ehrlich gesagt schon ein bisschen Schiss vor. So. Was glänzend ist? Nee. Automat. Keine Tür. Keine Tür. Langsam voranlaufen, weil zerbröckelnder Boden. Ja, ich muss sagen, ich komme echt gut durch das Spiel durch, ne? Ich glaube, ich brauche jetzt 3 Parts für einen Dings, wo andere wahrscheinlich 10 Minuten brauchen. Und ich hänge hier schon über 40 Minuten dran, dass ich hier nicht weiterkomme. Ja. Ich denke mal, das Let's Play wird irgendwann mal das längste Let's Play, das ich überhaupt habe. Wird dann ganz gut sein, jedenfalls. Ah, Monster. War hier vorher schon Monster? Hier waren noch die Hände, oder nicht? Nö. Nee. Moment. Ich find's so geil. Whams! Wow, One Hit. Jo, das macht Spaß. Und zwei auf einmal. Wow. Ah, hier ist eine Tür. Gut, ich hab sie gefunden. So, bitte, das ist ein Weg weiter sein. So. Scheint schon mal keine Monster hier zu haben. Und ja. Moment, krieg ich so schnell down? Okay, gut. Gut. Fürs Kistenzerbersten. Nein. Fürs Kistenzerbersten werde ich wohl doch lieber auf mein gutes altes Bambusschwert zurückgreifen, da ich mit dem schon ein paar bessere Kombos rausbringe. Also eine Dreier-Kombo. Gut, Stabwaffen sind zwar stärker, aber haben allerdings keine Kombo. Also sprich, das Bambusschwert ist an sich noch stärker. Also jedenfalls in meinen Augen. Weil ich mit dem Bambusschwert irgendwie besser umkomme. Umgehen kann. So, erstmal alles kaputt machen. Vielleicht liegt irgendwas im Boden. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Deswegen gehen wir mal hier durch. Ernsthaft? Liegt hier vielleicht irgendwas? Ist noch eine Kiste. Ah, der Pirat ist ein Durchgang, ne? Natürlich. Aha. So. Zip. War das überhaupt so ein Kriechweg? Ich weiß es nicht. Oh, ein Hund. Wo ist denn hier ein Knorderhund? Hä? Okay, kann ich auch nicht von der Seite öffnen. Hä? Ah, da! Sprich zwei, oh Gott! Das sind so schlimme Töter. Köter, ups. Ja, es ist ein Töter. Wobei, Köter ist echt ein böses Wort, das mag ich nicht. So. Ich jetzt instinktiv über die falsche Taste drücke, es ist unglaublich. So. Komm. Klar, es bringt Geld ein, aber... Ich hab genug. So. Dann verschwenden wir schnell das Wasser. Ne? Gut. 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 Dann hau weg. Verschwenden wir die Wasserflasche. Können wir vielleicht mal irgendwann gebrauchen. Wenn wir kurz vorm Verrecken sind, aber hey. Egal. Das ist sowieso irgendwie nur so ein... Ja, wie gesagt, was ich eh nicht brauchen werde, aber hey, egal. Okay, das ist ein komischer Kalender. Kalender natürlich. Ah, wenn das mal nicht ein Schlüssel ist. Hallo, les auf. Das Schlüssel ist im alten Markt gefunden. Okay, gut, wir kommen weiter. Yay! Wuhu! Party! Ich bin der Best. Und kann ich das auch öffnen? Natürlich nicht.
doch kein Allzweckschlüssel. Bin ja gespannt, ob wir immer so einen Schlüssel finden werden, der einfach mal Allzweck ist. Und ja, wir mussten hier gar nicht ducken. Ja, bücken und ducken zusammen ist ducken. Ja, schon wieder. Geht doch weg, ihr blöden Geist. Da, ihr könnt ja nichts. 1, 2, 3. Wie gesagt, eine Dreier-Kombo hier macht mehr Schaden als die aufgeladene Attacke. Muss ich uns ehrlich sagen. Also irgendwie ist das Bambuschat doch noch ein bisschen. Na? Vorsicht. Ein bisschen stärker ist das Bambuschat schon noch. Wobei ich denke mal, es wird sicherlich noch Gegner kommen, da brauche ich die weitere Distanz, weil die wahrscheinlich von der Ferne angreifen können oder sonst irgendwie abwacken und ich laufe gerade irgendwie im Slalom. Warum auch immer. Slalom mit Seto. Seto. Ich rufe dann nicht aus. Seto oder Seto? Denk mal Seto. Wegen Seto Kaiba. Hust, hust. So. Oh, noch so ein Weg. Ah. Wir laufen ganz vorsichtig durch die Gasse. Es ist keine Gasse, es ist ein Markt. Ein ziemlich skurriler Markt. Naja gut, jeder Laden hat geschlossen, aber es ist dennoch sehr skurril hier. Sehr skurril. Äußerst skurril. Sehr skurril. So, wurde leider eine längere Folge heute, aber ich denke mal, das kann man verkraften. Dann werden in den nächsten Folgen wieder ein bisschen kürzer. Boah, lol. Oder auch länger, keine Ahnung. So. Gut. Schauen, ob uns unser Lieblingshändler noch besuchen kommt. Ja, Selbstgespräche sind doch ganz okay. Ich mache ja auch welche. Ich bin Let's Player und so. Ne? So, Onyx. Schön. Ich will auch schon einmal mein Inventar wieder ein bisschen aufstocken. So, und zwar. Ein Fertiggericht. So, Moment, das muss. So. Schöner Garten sein. Gut, das können wir so lassen. Gut, dann würde ich sagen, das war's von Fragile Dreams. Farewell Ruins to the Moon. Oder was auf dem Moon? Nee, to the Moon. Von heute. In der nächsten Episode werden wir dann hoffentlich hier rauskommen und dem silberhaarigen. Silberhaarigen Mädchen. Gott, ist das was. Hinterher rennen. Verfolgen. Ja, wir sind Stalker. Yay! Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.